Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Rogue Legacy. Und ich denke, wir nehmen jetzt den Paladin. Ja, genau. So. Dann gucken wir mal, wo geben wir jetzt Punkte drauf. Ich würde mal sagen, Schaden wäre gar keine so schlechte Idee. Und mehr Lebenspunkte. So, und dann geht's wieder los. Sherman sein Geld geben. Und dann schlagen wir wieder alles kurz und klein. Wow, Stachelraum. Aua, Zombie. Oh. Und ja, das kurzsichtig ist etwas nervig, aber es geht gerade noch so. Aua, wenn man nicht zufällig ins Auge, springt. Gehst du her? Der Feuermagier. So. Aua, da wären wir fast durchgekommen. Oh, die beat all enemies. Wow, der Spucker da in der Mitte ist ja böse. Ah. Aua. Komm, jetzt bist du endlich tot. Gut. Es fehlt nur noch der Zombie da unten. So. Und dann gucken wir mal, was in dieser Truhe drin ist. Die Sky-Rune fürs Cape. Mhm. Mit der könnten wir theoretisch dann fliegen. Was ist hier unten? Wow, Pyriten und Feuermagier. Na, kommt ruhig hier hoch. Und sterb. Ja. Ich mich töten. Ich will euch töten. Du bist ein böses Bild, nein, bist du nicht. Aber du bist ein Skelett, was sterben muss. Eismagier, noch ein Eismagier. Was gibt's unten? Defeat all enemies. Ja, nee, ist klar. Den Raub habe ich auch noch nicht gesehen. Wow. So, aber du bist tot. Da ist Geld. Gegen die grauen Ritter hier kommen wir auch an. Und gegen Glacian. Der ist immer mit seinen Eisbällen übertreibt. So. Hier wieder hoch. Und dann wollen wir mal weiter in Richtung Wald. Der müsste ja hier demnächst kommen. Ja, der Dumas kann uns nicht auslachen. Wir haben ihn gerade getötet. Eigentlich sollten wir lachen. Wieder ein Skelett und diese blöden weißen Nervenviecher und der graue Ritter, der nicht so leicht sterben will. Und noch mehr Gold, Gold, Gold. Dass du ein Dumas bist, das war offensichtlich. Und hier haben wir jetzt etwas stärkere Gegner wieder im Wald. Wow. Eieiei. Aua. So, den alten. Erledigen. Weg, blöde Pflanze. Und ich sehe schon, wir haben wieder mal nicht genug für den Boss. Das ist
hier drüben. Hier sind zwei von diesen Archern. Beziehungsweise hier waren zwei von diesen Archern. Och nö. So schnell wie möglich weg. Ich brauche Hütchen. Oder wenigstens dieses Auge weg. Aua. War's das mit Defeat All Enemies? Ja, das war's mit Defeat All Enemies. Und wir kriegen die Bounty Rune. Ah, also die Goldrune. Take no damage. Müssten wir hinbekommen. Wenn ich sterben wäre gleich danach. Und wir haben es nicht hingekriegt. Weil ich nicht richtig aufgepasst habe. Mist. Was bietet uns der Schrein an? Den Hyperion-Ring. Juhu, sie wollen uns weiter leiden sehen. Kein Schicken, kein Schicken. Nur Feuer. Okay, wir haben den Tod ausgetrickst und dürfen weitermachen. Aber wohl nicht mehr lange, wenn ich nicht aufpasse. Ja, vielleicht noch mal ein Stein. Das war jetzt nicht so toll. Naja, gut, suchen wir uns die nächsten Erben aus. Eine Riesenassassine, eine Zwergenassassine oder ein Hokage mit Tunnelblick. Nehmen wir den Hokage mit Tunnelblick, der klingt immer noch am besten. Etwas mehr Gewicht und etwas mehr Rüstung, so. Wir haben ja den Ranger-Helm gefunden. Für den brauchen wir noch mehr Gewicht und noch mehr Gold. Oh, und der Hokage ist ziemlich schnell, merke ich gerade. Aber er ist auch zum Glück ziemlich stark. Bist du ein böses Bild? Nein, bist du nicht. Was gibt's da oben? Ein Sherit. Und Nox. Feuermagier. Ich kämpfe gerade in Richtung Turm. Kann das sein? Nein, in Richtung Bossraum. Gibt der Boss hier etwas Chicken. Oh. Aua. So, das haben wir geschafft hier hoch. Um noch mehr Gold einzusacken. Denn wir brauchen noch etwas mehr Gewicht. Da ist wieder so ein Sherit gewesen. Und das ist ein Doomwas. Und da ist der Weg hoch zum Turm. Und ich merke gerade, als Hokage haben wir kaum Lebenspunkte. Und wahrscheinlich auch daran, dass wir das Blood Cape tragen. Aber das ist halb so wild. Wir kriegen wenigstens dank dem Blood Cape zwei zusätzliche Trefferpunkte, die Lebenspunkte wieder beim Gegner töten. Wenn wir nicht so dumm sind, den Gegner reinspringen. Aua. Oder in Stacheln. So, was gibt's denn in diesem Raum? Nichts, so wie es aussieht. Nö, hier drin ist wirklich nichts. Ah, dann geht's wieder hier runter.
So, den Raum runter. So, du nervst. Noch ein grauer Ritter. Dann müsste es in dieser Richtung irgendwo in den Wald gehen. Wir den Wald wollen wir ja eigentlich. Dann gucken wir mal oben lang. Nein, das sieht nicht aus wie Wald, aber das sieht aus wie der Weg in den Wald. Auf der einen Seite runter, auf der anderen Seite hoch. Du bist ein Dingas. Das habe ich doch gleich erkannt. Ich auch. So. Noch ein Dingas. Und da oben ist er vor. Ah, super, so schnell feuert Kanonen. Gibt's hier was? Ja, den Weg weiter. Wow, und ein Feuermagier. Und Hühnchen, sehr schön. Ah, der Weg in den Wald. Mal sehen, ob wir dieses Mal den vergessenen Alexander finden. Und ob wir ihn dieses Mal besiegen können als Hokage mit weniger Lebenspunkten, aber viel mehr Schlagkraft. Hallo, lustiger Raum. Was bist du für ein Raum, bitte? Wow. Wow. Wow, wow, wow. Schnell raus hier. Das bisschen Gold hat sich ja fast nicht gelohnt. So, dafür lohnt es sich, die Loks wegzumachen. Aber die Stacheln da haben sich nicht gelohnt. So viel Aua. Und sogar die Tollguards können wir hier mit zwei Schlägen. Ja, genau, lauf gegen die Stacheln. Tut dir selber weh. Das ist doch das Schlauste. Okay, da ist ein Schleim und da sind blutende Augen. Komm hier hochhüpfen. Dann komme ich zu dir runter. Wow. Jetzt kommt er doch hoch. Okay, da unten sind erstmal Augen, um die ich mich kümmern muss. So. Oben scheint eh nichts zu sein. Deswegen erst einmal die Wölfe weg. Und dann den hier weg. Aua. Kann ich hier die Wattebäusche von den wilden Skelettköpfen rein. Das macht Aua. Oh, und ich sehe gerade, wir haben schon wieder über 2000 Gold. No fighting. Sollten wir hinkriegen. Vor allem jetzt. Haste-Rune für den Helm. So, wir sterben fast. Aber wir haben es trotzdem noch geschafft. Wow, nein, nein, nein. Mit so wenig Leben habe ich die Jungs, auf die Jungs keinen Bock. Und tot. Das war aber wenigstens ein guter Run. Mal gucken, was können wir als nächstes nehmen. Ein Lich King, der glatzkopfig ist und schnell rennt, sich schneller bewegt. Ein Zwergenspielunker, der auch noch Nostalgiker hat, und ein Archmage, der schwul ist. Ich glaube, ich nehme dann beim nächsten Mal den Spelunker. Aber mache jetzt erstmal wieder einen Cut. Bis dann.